Ich wollte schon viele Jahre eine Arbeit mitten in der Stadt am Glas machen. Ich habe aber dann immer gemerkt, es passte irgendwie nicht, es war immer noch nicht der richtige Zeitpunkt. Aber dahinter war immer schon diese Idee, dass ich eben dieses unglaubliche Phänomen von Innenraum und Außenraum und dann in Verbindung mit Licht, und zwar nicht als Glasmalerei oder so als dekoratives Ereignis, sondern immer schon diese Doppelseitigkeit, also diese zwei Seiten einer Medaille, die man da hat, ja, die Transparenz, das hat mich interessiert. Und dann in Verbindung mit Licht, das war eigentlich der Hintergrund. Und als ich dann hier eingeladen worden bin, bei dieser Ausstellung mitzumachen, und ich kam hierher und es war für mich sofort klar, das ist optimal, ideal. Da kann ich jetzt endlich etwas realisieren, was ich schon ganz lange vorhab. Und parallel hatte ich schon seit 10 Jahren gesammelt Strategien und Vorgehensweisen, also technische Möglichkeiten, wie ich auf ganz einfache Weise mit ganz biologischen Mitteln, weil das mir auch sehr wichtig ist in meiner Kunst, eben auch diese Aspekte zu integrieren. Die Idee war eben dieses Auftauchen wie bei so einem Flashmob, nur dass ich alleine das mache, und der Flashmob sind die Farben, ich und die Farben, und einfach mit Farbe auftauchen und Zeichen setze, dann ist es da eine Zeit lang und dann verschwindet es auch wieder. Das war so die Idee dahinter, und natürlich, dass es sich auch recyceln lässt. Ja, die zentrale Wirkungsweise geht ja von der Farbe aus. Also das heißt, das Glas ist praktisch ja nur der Träger für etwas, wo sich etwas andocken kann. Und als ich hierher kam, habe ich gemerkt, hier sind sehr stark statische Kräfte. Also alles, das Rechteck, das Quadrat, sind im Vordergrund und sind ganz stark massiv. Und mein Impuls war nicht nur mit der Farbe, sondern eben auch mit der Art der Komposition, was in Bewegung zu bringen und eine Dynamik reinzubringen. Die Komposition hat sich entwickelt, rein intuitiv. Für mich war erstmal wichtig, dass die Farbe stimmig ist in ihrer Kraft und dass eine Lebendigkeit erhalten bleibt, also dass es nicht in eine statische Perfektion gerät und doch so viel Kraft entfaltet, dass man nicht irgendwie so ein weiches Verschwimmen hat, so ein nebulöses irgendwie Verschwimmen. Und es ist ja klar, gerade bei Glas muss man natürlich erstmal überhaupt was tun, damit erstmal was da ist. Und gleichzeitig also sozusagen eine kraftvolle Seele da reinbringen. Das war eigentlich so die Herausforderung. Und im Verlaufe, nachdem dann die Eröffnung war und nachdem ich das alles auf mich habe wirken lassen können, habe ich gemerkt, dass wirklich ein multidimensionaler Raum entstanden ist, wo innen und außen zusammenwirken, durch Spiegelung, durch Lichtdurchdringungen,
gerade auch durch diesen enormen Sommer, durch dieses fantastische Sonnenlicht in diesem Sommer, war eigentlich der Farbraum zum Lichtraum geworden. Da auch die Anordnung des Raumes so ist, dass sie praktisch die Morgensonne, die Mittagssonne und die Abendsonne aufnimmt, war das eben optimal. Man hat sozusagen alle Ansichten von außen und von innen. Und kann einerseits eintauchen in einen Farbraum und oder wie in einem Lichtraum sein und gleichzeitig von außen hineinschauen, weil eben da Spalte gelassen sind und dadurch durchdringen sich die Räume auch. Wenn je nach Lichtsituation sieht man auch die gegenüberliegende Glaswand, das heißt, sie durchdringen sich. Und dann gibt es einen zentralen Punkt, ich würde mal sagen, der ist so in Herzhöhe, da führen sozusagen alle Binnenlinien zusammen. Und wenn man länger vor der Komposition oder auch im Raum sitzt, merkt man, dass sich an der Stelle was dreht. Also dass da was Drehendes ist, so als Dynamik. Und ich habe dann hinterher nochmal mir auch angeschaut, es ist rein faktisch so, von der Farbqualität her, von dem Gelb, was da ist, ist ja der größte Anteil in Gelb. Und dann Gelb, Orange, Rot, so Kaminrot, und dann Purpur. Aber an den weißen Flächen, nämlich wo die Molke belassen ist, an den Flächen wirkt es manchmal fast bläulich-grünlich. Und das sind die Phänomene, die eben auftauchen durch die Komplementärwirkung. Ich denke eben, dass auch gerade die Kunst oder das künstlerische Schaffen und künstlerisches Schaffen da eine der wichtigsten Aufgaben hat. Eben nicht dem Intellekt allein Raum zu geben, sondern auch der Seele. Einen seelenvollen Raum und weil dann können wir diesen ganzen divergierenden Herausforderungen überhaupt standhalten. Wenn unsere Seele im Körper sein kann, wenn sie sich darin wohlfühlt, wenn wir uns ausrichten auf das, was die Seele auch braucht als nährende Kraft.